wenn das Wetter so sehr schwül ist, dann habe ich vermehrt Kopfschmerzen oder zu wenig geschlafen. Meistens sind es Verspannungskopfschmerzen. Stress, also wenn ich, also gerade die Klausurenphasen. Hallo, ich bin Jakob von Pointer. Von Zeit zu Zeit muss sich jeder von uns einmal mit Kopfschmerzen herumschlagen. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich bin heute auf der Studierendenwohnanlage am Hamburger Wiesendamm unterwegs. Hier möchte ich herausfinden, wie Studierende mit Kopfschmerzen umgehen und was sie dagegen tun. Wie oft plagst du dich mit Kopfschmerzen herum? Tatsächlich gar nicht so oft. Höchstens, wenn ich mal einen sehr anstrengenden Tag habe, es sehr heiß war und ich zu wenig getrunken habe. Vielleicht zweimal im Monat oder so. Zwei, dreimal im Monat, würde ich sagen. Mittlerweile würde ich so sagen, vielleicht bis zu einmal in der Woche, aber eher einmal im Monat. Früher als Kind hatte ich es deutlich öfter. Da war es dann auch mehrmals die Woche. Was löst denn bei dir Kopfschmerzen aus? Meistens sind es Verspannungskopfschmerzen. Stress. Also wenn ich, also gerade die Klausurenphasen. Manchmal Alkohol und eigentlich eher das Wetter. So ein schneller Wetterumschwung oder wenn das Wetter so sehr schwül ist, dann habe ich vermehrt Kopfschmerzen oder zu wenig geschlafen. Stress oder halt, wenn ich zu wenig getrunken habe oder auch wenn ich Hunger habe tatsächlich. Es war vor allem immer zu wenig getrunken an Wasser und dann auch natürlich die Bildschirmarbeit. Die geht irgendwann auch über die Augen, dann tun die Augen weh und dann geht's in den Kopf. Was sind denn deine Tricks, um mit Kopfschmerzen klarzukommen? Viel Wasser trinken und Tabletten schmeißen, also Paracetamol. Wasser, bewegen, schlafen, Schlafpause zu machen. Ich persönlich gerne die frische Luft. Ich mache einen Spaziergang, der nicht zu lang ist, wenn man tatsächlich viel arbeiten muss. Trinken einen schönen Tee, trink viel Wasser. Ess zwischendrin mal eine Kleinigkeit, aber hauptsächlich ist mein Tipp frische Luft und Wasser. Wenn man dann wirklich merkt, es geht nicht mehr, es schlägt zu sehr auf die Konzentration, dann muss man halt sagen, auch wenn viel zu tun ist, es muss jetzt eine Pause sein. Danach ist man dann effizienter wieder und dann geht das auch. Wann ist bei dir der Punkt erreicht, an dem du etwas gegen die Kopfschmerzen einnimmst? Ja, mach ich normalerweise nicht. Also ich habe noch nie Schmerzmittel wegen Kopfschmerzen genommen. Wenn ich gerade irgendwie dann doch noch irgendwie, also irgendwie Zeit habe, einfach spazieren zu gehen oder so, brauche ich nichts weiter zu machen, aber wenn ich irgendwie gerade in der Klausurenphase stecke und es mir nicht gut geht, dann würde ich schon mal eine Tablette nehmen. Relativ schnell, ich bin ein bisschen wehleidig, also ich mache schnell was. Wenn ich viel zu tun habe und ich kann keine Pause machen und ich muss vorankommen, dann muss ich Tabletten nehmen. Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel was ganz Wichtiges vorhab, also wenn ich eine Prüfung habe oder wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt absolut nicht schlafen, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann mache ich das auch mal. Aber ich nehme tatsächlich eher selten was. Wenn ich wirklich irgendwie eine Arbeit habe, der ich gerade nachgehen muss und ich setze mich meistens erstmal trotzdem dran und versuche es und wenn ich, sage ich mal, nach einer halben Stunde, Stunde bemerke, es geht gerade gar nichts, dann würde ich eine Tablette nehmen wahrscheinlich. Wie könntest du deinen Lebensstil ändern, um weniger Kopfschmerzen zu bekommen? Ich denke, einfach mehr Ausgleich reinbringen, also mehr gezielt Pausen einlegen, mehr gezielt irgendwie an die frische Luft gehen, mehr Sport machen zum Beispiel. Also hilft immer. Ich denke auch, dass man sowas im Ansatz packen kann. Man muss gar nicht immer Medikamente nehmen, auch wenn ich jetzt Pharmazie mache und eigentlich die vermarkten müsste, finde ich. Man kann sehr viel tun, was einfach die Gesundheit anbelangt, dass es gar nicht erst entsteht. Im Vorfeld im Semester, also das sagt man jedes Semester, vor jedem Semester, dass man sich nicht so viel vornimmt, aber halt schon im Vorfeld halt nicht so alle Kurse wahrnehmen zu wollen, also so sich aufheizen zu wollen. Manchmal ein bisschen mehr Wasser trinken, wenn man Alkohol konsumiert und ja, mehr Wasser trinken allgemein. Ich glaube, wenn der Tag einigermaßen geregelt ist, ist das schon gut. Also wenn man immer so mehr oder weniger feste Schlafzeiten auch hat, dass der Körper da einfach die Regelmäßigkeit hat. Morgens aber auch erstmal mit einem Frühstück in den Tag starten. Da war ich denke, das ist auch ganz gut, um erstmal Energie anzuhäufen, die dann für den Tag genutzt wird. Und eben, wie gesagt, immer mit einer Flasche Wasser neben einem, da sollte es gut gehen.